Jo moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Waffenreview auf Benjamin Timo und heute geht's um die M41 Blossoms heißt sie. Komischer Name, die ist neu in CFU gekommen und die möchte ich heute mit euch reviewen. Und wir fangen direkt an, ja, mit dem Punkt Aussehen. Ihr ist vielleicht auffallen, hier habe ich hauptsächlich Ghost Mode Gameplay verwendet. Ich hoffe, das stört euch nicht, weil ich ja mal wieder Bock hatte auf Ghost Mode. Ansonsten kann man halt einfach zu der Waffe sagen, vom Aussehen her, ich dachte eher, das wird so ein Remake von der M41 Spring, weil es einfach nur die M41 Spring, sag mal, mit einem dunkleren Farbton war, also mehr in Lila anstatt in Pink. Ja, das fand ich an sich eigentlich gar nicht so schlecht, also das Aussehen gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Jedoch kann ich euch schon mal sagen, es ist kein wirklicher Remake, das sehen wir alles noch. Aber auf jeden Fall, das Aussehen gefällt mir ziemlich gut, ist halt mehr Lila anstatt Pink, mag ich. Power haben wir auf jede Distanz einen Wanted Headshot, also 100 Damage. Auf den Körper brauchen wir auf nahe Distanz 3 Treffer, das sind 35 Damage. Auf mittlere Distanz wieder 3 Treffer, das sind 34 Damage. Und auf größere Distanz dann 4 Treffer mit 32 Damage. Auf die Füße brauchen wir auf nahe Distanz 5 Treffer, das sind 20 Damage. Auf mittlere Distanz auch 5 Treffer, das sind 20 Damage. Und auf längere Distanz 6 Treffer, 19 Damage. Das ist halt typische M41 Power. Accuracy ist genauso, auch typische M41 Accuracy, die ist ja immer relativ gut, dafür ist die M4 bekannt, das habt ihr auch schon in meinen anderen Reviews erfahren. Dasselbe gilt fürs Recoil, das von der M4 ist immer relativ gut, also nicht zu wenig, also es nicht overpowered ist, aber auch nicht zu stark, dass man es gut kontrollieren kann. Ja, deswegen halt auch die entsprechenden Noten am Ende, also die M4 ist allgemein eine ziemlich gute Waffe. Dann kommen wir nämlich zur Automatik. Automatik beträgt hier wie bei jeder M4 auch 10 Schuss pro Sekunde. Die Firing Rate ist ja der geliebte Mittelwert von mir, das wisst ihr ja bereits. Und wir brauchen halt hier um die 3,2 Sekunden, um ein Magazin leer zu schießen. 3,2, 3,4 so. Ja. Dann kommen wir anschließend zum Gewicht. Gewicht ist halt die M4 eines der eher leichteren Rifles. Man ist ganz gut unterwegs. Gibt zwar auch leichtere, aber auch schwerere. Also auch wieder so ein Mittelding halt. Also die M4 ist halt irgendwie so ein Mittelding geworden, so ein Maß, woran man sich so ein bisschen richten kann irgendwie. Ihr wisst, was ich meine. Dann kommen wir zum Reload. Der Reload beträgt um und bei 2,4 Sekunden, das ist ziemlich schnell. Ist zwar jetzt nicht, also was auf jeden Fall auffällt, die M41 Spring hingegen einen schnelleren Reload. Also sehr viel schneller, das fällt mir auf. Das ist halt ein Nachteil. Und die M41 Spring hat auch 100% Wallbang, das hat die M41 Blossoms nicht. Also die hat halt einen langsameren Reload und kein 100% Wallbang und deswegen ist es kein Reskin von der M41 Spring. Dann kommen wir zur Munition, da haben wir 3505, Standardwert, 4 Magazine, 140 Schuss, kennen wir sicherlich schon. Ja, Preis, wie bekommen wir sie? Über das M41 Blossoms RP Crate, also Capsule. In CFU müssen wir halt einfach drauf drehen und gewinnen. Das ist eine Limited Time Capsule. Die wird, ich denke, bis zum nächsten Patch bleiben. Also ganz genau weiß ich es nicht, weil das nirgendwo irgendwie gesagt wurde. Aber ich denke, das wird bis zum nächsten Patch so bleiben. Dann sage ich nochmal jetzt Danke an MW, dass du mir deinen Account zum Reviewen geliehen hast und halt auch bei den Damage-Tests und so weiter geholfen hast. Vielen Dank. Und sage ich bis zum nächsten Mal laut Leute, ja, bewertet das Video entsprechend, schreibt in die Kommentare, was ihr von der Waffe haltet und auch gerne von mir aus Kritik oder Verbesserungsvorschläge oder Lob. Und ja, abonniert mich weiter Crossfire-Videos, haut rein!